Willkommen bei Gamma Team React, wir spielen God of War, sind jetzt mittlerweile so weit angekommen, dass wir die Chaos-Klingen eingesammelt haben auf unserem Weg nach Hause. Und die Chaos-Klingen sind natürlich wirkungsvoll entgegen unserer Leviathan-Axt, gegen diese heranstürmenden Gegner. Danach müssen wir nach Helheim, um das Herz des Brückenwächters zu besorgen, um unseren kranken Sohn Artgeus, der momentan bei Freya zur Genesung liegt, zu retten. Sind im letzten Video ja auf Athena einmal kurz getroffen. Und generell alle Sammelgegenstände, die ich in diesem Video finde, verlinke ich unten in der Videobeschreibung mit Angabe der Minutenzahl und auch der Artefakte, welche ich dort finde, oder auch Angabe der Truhen, Angabe der Minutenzahl und der dort hinterlassenen Gegenstände, Ressourcen etc. Und das ist wieder vom Spielstil her, so wie wir die anderen God of War Teile bisher kannten, mit den Chaos-Klingen, die Leviathan-Axt in diesem Spiel zum allerersten Mal eingeführt worden. Schöne Reichweite. So, jetzt habe ich einen Fehler begangen. Ich habe jetzt gerade aus Versehen mit den Richtungstasten die Waffe gewechselt. So, die Leviathan-Axt bringt damit natürlich gar nichts. Die Faust ja, aber wir wollen ja die Chaos-Klinge haben. So, da sind sie dann. Zwei Stück noch. Komm, komm, komm. So, schön pariert. Und weg mit dir. So, Energiestein. Also ich glaube, ich sehe dort hinten eine Tür zur Zwischenwelt in deinem eigenen Vorgarten. So, in unserem eigenen Vorgarten ist ein Schnellreisepunkt. So, Hauptquest ist aktualisiert. Bevor wir aber zu dem Schnellreisepunkt in unserem Heim gehen, schauen wir noch einmal nach links und nach rechts, ob wir nicht etwas vergessen haben. Ich meine mich nämlich erinnern zu können, dass wir nicht alle Artefakte hier eingesammelt haben bei unserem Zuhause. Das heißt, irgendwo liegt noch eins herum. So, dort vorne ist der Schnellreisepunkt. Aber scheinbar liegt das Artefakt nicht so offen. Okay, dann gehen wir zum Schnellreisepunkt. So, wir befinden uns bei den Flusslanden. Mystische Torpunkte. Dort müssen wir hin. Dort ist nämlich die schöne Brücke, wo auch der Weltenbaum uns in die einzelnen Welten befördern kann. So, einige mystische Punkte, Torpunkte haben wir ja schon. Aber wir wollen letztendlich hierhin beim Siedermann ins Zentrum. Ich bin ziemlich sicher, dass du da hinten nicht mit mir gesprochen hast. Gibt es etwas, das du dir gern von der Seele reden möchtest? So, also Mimi hat Athene nicht gesehen. Bin ich unschlagbar. Naja, du weißt ja, wo du mich findest. Und fürs Protokoll, ich habe mir schon gedacht, dass du Grieche bist. Athene? Gott, sicher geht's doch nicht. Ich finde es generell recht nett gemacht. Besser als irgend so ein scheiß Ladebildschirm, dass man hier die Möglichkeit hat, auch wenn es nur rumrennen ist. Aber man kann immer noch in den Gesprächen von Mimi ein bisschen lauschen. Wir können theoretisch auch stehen bleiben und warten, bis letztendlich dieser Schnellreisepunkt in dieser... ja, dieser Schnellreisewelt, Zwischenwelt hier sich aufmacht. Wir können natürlich auch durch die Gegend laufen, ein bisschen gucken. Vielleicht erzählt die Mimire noch was.
Und dann müsste gleich der Schnellreisepunkt aufploppen. Dort vorne ist er schon. So. Was? Hey, du stinkst nach fremder Magie. Beim Schoß der Freya. Was ist das denn? Ein außergewöhnlicher Anblick. Ist das ein Familienerbstück? Nein. Wird es auch nie werden. Sohn, mein Bruder und ich schmiedeten Mjölnir für diesen Idioten. Ich erkenne Qualität. Und die zwei sind was Besonderes. Sag, wo ist denn der Kleine? Es geht ihm schlecht. Nein. Warum denn? Die Asen? Nein. Ich bin schuld. Und ich muss es wieder in Ordnung bringen. Manchmal kommen wir nicht um die Verantwortung herum. Sag, wie kann ich ihm helfen? Ich kann viele Dinge. Willst du, dass ich mit dir gehe? Nein. Deine Arbeit hier ist genug. Na gut. Und wohin bist du so eilig auf dem Weg? Ins Reich der Toten. Helheim! Verdammt, so ernst ist es. Ich werde dich im Auge behalten. So, Waffenverbesserung verfügbar für unsere Leviathan-Axt. So, verbessern wir gleich. Frostflamme haben wir ja. Ein Stück. So, Verbesserung erfolgreich. So, logischerweise jetzt dadurch, dass wir die Chaosklingen haben, können wir auch die Chaosklingen später verbessern, damit dann die notwendigen Herstellungsmaterialien dafür bekommen. Wir können uns auch erstmal daran machen, unsere eingesammelten Rüstungen, was ja auch einiges war, sei es Brustrüstung, Hüftrüstung, Armrüstung, die halt nicht so gut von Attributen ist, die brauchen wir nicht umsonst mit uns schleppen. Die können wir natürlich für ein bisschen Hacksilber an den guten Brock verkaufen, um letztendlich das dafür halt Hacksilber wieder in andere Ressourcen und Gegenstände reinzustecken. Ich würde sagen, so knapp kurz vor der Hälfte des Spiels sind wir angekommen. Und letztendlich geht das Spiel jetzt richtig los. Wir haben den magischen Meißel bekommen, wodurch wir halt die ganzen verborgenen Kammern öffnen können, um auch gegen die einzelnen Valkyren zu kämpfen. Dazu habe ich ja eine separate Playlist erstellt. Gegen alle Valkyren. Und haben wir auch unsere Chaos-Klinge bekommen. Das heißt, wir sind jetzt ja, komplett ausgestattet von den Waffen her und können diese komplett aufrüsten. So, Symbol der Bedrohung, legendärer Zauber, den haben wir uns mal gegönnt. So, dann können wir jetzt auf zum Weltenbaum. Kurz mal gucken, Fähigkeiten auch aktualisiert. Wir haben ja schließlich jetzt die Chaosklingen. Nahkampf können wir gleich verbessern, den Chaosansturm. So, dann haben wir hierfür leider nicht genügend EP. Reicht leider nicht aus. Sehen wir auch unten, der Baum ist weiter aufgebäumt. So, überschäumende Wut haben wir noch. Leviathan-Axt, nicht genügend EP. Nahkampf. Können wir auch noch nicht verbessern. So, Chaosklingen haben wir noch keine leichten oder schweren Runenangriffe freigeschaltet. Die gilt es noch einzusammeln. Ähnlich wie bei der Leviathan-Axis, das sind auch komplett mit zwei einzelnen Slots versehen. Okay, auf zum wilden Baum.
noch einmal kurz gucken, wie wechseln wir die Waffen mit den einzelnen Richtungstasten. Leviathan, Axt, Chaos, Klingen, okay. So, die gute Freya hat uns ja so eine Rune auf der Hand gemalt. So, schauen wir mal. Da sehen wir das Zeichen von der Freya. Ein uns wohlvertrautes Symbol. So, Wennerhelm. Jetzt gilt es, den Bildmann wieder auszurichten. Mispelhelm, kommen wir später hin. Niflhelm, gehen wir auch später hin. Asgard können wir, glaube ich, gar nicht hin. Svetelhelm. Helhelm. So, auf geht's. Ich finde den Wilkenbaum eigentlich ganz cool, gerade wenn man auch hier dem MCU folgt. Als Comic-Nerd, der ich ja auch bin, erinnert mich der Wilkenbaum halt immer an die einzelnen Torteile. Und da bringe ich halt automatisch mit in Verbindung. So, Hauptquest aktualisiert. So, Helhelm. Ich halte dir den Rücken frei. So, dort haben wir ein mystisches Tor, einen Schnellreisepunkt. Das ist schon mal gut, wenn wir die Welt irgendwie später schnell verlassen wollen. Und der gute Brock ist auch hier noch einmal. Keine Sorge, Kinder sind zäh. Ich habe mir in seinem Alter den Kopf abgeschnitten und mir hat es auch nicht geschadet. So, da haben wir gerade gesehen, was wir halt brauchen für die Verbesserung der Chaosklingen. Lass mich diesen Moment nutzen, um dir zu sagen, dass das, was du vorhast, absolut irre ist. Ja, nicht mal ist für unseren Sohn von daher. Und wir sind ja auch nicht um diesen Kratos. So, Helhelm. So, schauer schöner Wind, grüne Welt. Eisig. Ein bisschen umschauen wieder. Hacksilber, was liegt da vorne rum? Ein Artefakt. Die Brücke, die Freya erwähnte. Nein, wir sind doch auf der Weltenreisebrücke. Wir suchen. So, gucken wir uns gleich mal an. Familienerbstück. 1, 2, 3, 4, 5 Stück gibt es an der Zahl. Okay. Und die Brücke der Verdammten. Über sie gelangen die Toten in ihr endgültiges Zuhause, die Stadt Helheim. Der Brückenwächter, der den Zugang überwacht, zu dem müsste. Folge einfach dieser Brücke. Sie müsste uns direkt zu. Weißt du, ich hatte gehofft, diesen Ort nie wiederzusehen. So, Mimir scheint ja wirklich überall gewesen zu sein und seine Erklärung war recht leicht, wie wir dorthin kommen. Einfach der Brücke folgen. Und dann treffen wir irgendwann auf den Brückenwächter, dem wir dann irgendwie das Herz entwenden müssen, um es letztendlich dann zu unserer Freya zu bringen. Und was ist das hier? Da brauchen wir wohl noch andere Gegenstände für oder andere Ausrüstungsgegenstände. Na. Ja, mit den Chaosklingen kein Problem mehr. Verbrenne Hailstornen mit dem Feuer deiner Klingen und mach uns den Weg frei. Okay, gut zu merken. Das heißt, in den anderen Welten haben wir ja auch diese Truhen gesehen, die in diesen Dornen umgeben waren. Und mit unseren Chaosklingen können wir diese abfackeln. Und wir haben hier schon mal einen leichten Runenangriff freigeschaltet für unsere Chaosklingen. Einer der Gründe, weshalb wir die Klingen geholt haben. Ja, na klar, das wussten wir, genau.
So, da hören wir schon die nächsten Gegner. Die sehen so ein bisschen aus wie Ghost Rider im Arm. Können wir einiges wegfahren, ja? Ruhe im Karton. So, da können wir nochmal mit unseren Chaosklingen lang gehen. Mal gucken, ob da eine Truhe hinter ist. Von den Energiesteinen aufnehmen. Ja, immerhin, ein bisschen Hacksilber. Okay. So, wir folgen weiter der Brücke. Wenn mit Sicherheit nicht die letzten Gegner gewesen sind, auf die wir treffen. Wer sagt's denn? Da kommen sie schon. Oh, ein Eisspeer. Und diese Springer. Es sind zu viele. Das Tor muss geschlossen sein. Und wenn das Tor geschlossen ist, ist Hel überfüllt. Ohne die Walküre, die sie sortiert und auswählt, ist Hel überfordert. So, Bastarim haben wir auch wieder aktualisiert, um die neuen Gegner, die wir gerade gesehen haben. Und auch hier in dieser Welt gibt es eine Walküre. Da können wir nicht hoch. Alles klar, das sind Geister und tote Seelen. Die tun uns nichts. Mal sicher gehen? Nein, die tun uns nichts. So, runterfallen können wir hier auch nicht. Und auch hier wieder dieser fliegenden grünen Bälle. Das kommt bestimmt später. Noch können wir damit nichts machen. So, Chaos-Kling wieder ausrüsten. So, ein neuer Weg, der sich öffnet. Ah, die mag ich ja ganz besonders hier, mit dem Schild auch noch. Mal erstmal kurz Taktik überlegen, wie komme ich hier durch. Schneller wechseln mit dem Rollen hat irgendwie nicht geklappt hier. Na, perfekt parieren vielleicht. Ein bisschen witzlos, so. So, wie kriege ich die Gegner mit dem Schild weg hier? Ich
stelle mich gerade echt ein bisschen blöd an, glaube ich. So, alles klar. Perfekt parieren und dann geht's. Na, da kommt mal her. Ja, so doch nicht, Mensch. War immer ein Ticken zu langsam irgendwie. Weniger, Gott sei Dank. Doch noch nicht. Ah, jetzt ein Schild verloren. Immerhin etwas. Ach, na klar. Dann kommen gleich die nächsten Gegner. Genau. Genau. Das war aber eben echt nervig. Also könnt ihr euch ja merken, könnt ihr auch deutlich besser und schneller machen als ich. Perfekt parieren, als ich mit dem Schild angreifen. So, dort haben wir nochmal eine Kiste mit Tacksilber. So, Bestarium aktualisiert. Ja, super. Tipps gucken wir uns später an, nur bei Gelegenheit. Dann müssen wir hier mal hochklettern. Als wir die Häscher bei meinem Haus getötet haben, kamen sie hierher? Wie sind sie so schnell zurückgekehrt? Die Zeit verstreicht nicht in allen Welten gleich, vor allem was die Welt der Geister betrifft. Wie das Licht von Alfheim. Ganz im Gegenteil, der Seelensee fühlt sich schneller an als die Zeit in Alfheim. Aber Hel ist viel langsamer als Midgard. Tut mir leid, das muss verwirrend sein. Wenn wir früher wieder bei meinem Sohn sind, ist das gut. Ah, du lernst wirklich schnell. So, aktualisierter Kommentar im Nachhinein des Videos. Ihr habt doch eben bei dem Runterklettern auch diese eine Truhe dort gesehen. Und wenn ihr mit L2 ähnlich wie eure Leviathan-Axtwerft eure Chaos-Spielen ausrichtet, dann habt ihr auch die Möglichkeit, um diese Dornen abzufackeln. Und dann fällt die Truhe herunter und ihr könnt das Hacksilber bzw. dann die Gegenstände öffnen. Stein, okay. Ist also bereits zum Aktivieren. Na, ich habe doch gerade Gegner gehört. Ach, endlich mal wieder einer mit einer Keule. Lange nicht gehabt. Ich glaube, das letzte Mal auf dem Weg zum magischen Meißel.
aber langweilig wird dann hier auch einfach nicht. Jene, die unehrenhaft sterben. Verbrecher. Ja, und jene, die durch Krankheit sterben, Unglück, Alter. Es ist unehrenhaft, alt zu werden. Naja, es ist wohl nie zu spät, in den Kampf zu ziehen. Können wir vielleicht rausklettern, wenn wir drankommen. Ah, endlich wieder einer von Odins Augen hier, Odins Raben. Aber mit den Klingen wohl eher nicht, mit der Leviathan-Axt. Raben kann man sich auf jeden Fall merken, bei jeder Weltkugel entweder in unmittelbarer Nähe oder im Vorfeld, wo er die einzelnen Kisten bei den Valkyren ansammelt, ist mindestens immer eine Rabe. Den haben wir auch gleich. So, zack. So, Mimir meinte, wir können hier irgendwo weiter. Ich glaube, da waren wir eben. Da können wir, glaube ich, nicht weiter. Oder doch? Ah ja. Okay, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich wieder in Runden gehen. Dann wird da wahrscheinlich einen Weg aufgemacht, wie auch immer. So, ein kleines Treppchen hat da gerade ausgebraucht. Sowas aber auch. Verlassen, wenn wir den Brückenwächter töten? Das glaube ich nicht. Obwohl es die Sache wohl auch nicht schlimmer machen würde. Es ist ein Hindernis weniger für die Lebenden, um das Innere von Helheim zu erreichen. Aber wer wäre so verrückt, dorthin zu gehen? Okay, da muss ja irgendwo Kunstharz rumliegen. So, wo ist Kunstharz? Jetzt irgendwas übersehen hier? Oh, oder wir gehen ja später mit Atreus nochmal hin. Da ist es. So, wir sehen uns beim nächsten Video, beim Kampf gegen den Brückenwächter. Hinterlasst gerne einen Kommentar, ein Like oder natürlich auch ein Abo. Schaut euch gerne auch mal die anderen Videos von mir an, vielleicht gefällt euch das eine oder andere Spiel. Bis dorthin, euer Gamer Tim Drake. Wie? Fang einen Streit an, das kriegst du doch hin, oder?